Ja, man kann sich aber auch durch den Seriendruck durchleiten lassen. Dafür gibt es einen extra Assistenten, den findet man unter Sendungen, Seriendruck starten und hier steht der Seriendruckassistent mit Schritt-für-Schritt-Anweisung. Hier klickt man erstmal drauf. Hier werden wir wieder gefragt, was wollen wir denn überhaupt machen? Wir sind noch beim Briefe schreiben. Dann sagen wir hier weiter, Dokument wird gestartet. Wir haben hier schon einen Brief auf, darum können wir hier sagen, aktuelles Dokument verwenden und weiter zu Schritt 3 gehen. Beim Schritt 3 können wir entweder eine Empfängerliste selber eingeben oder wir wählen nochmal unsere Excel-Tabelle aus. Wir können aber auch eine Word-Tabelle auswählen. Die wäre hier. Und dann geht auch gleich ein Feld auf, wo man die Daten nochmal bestätigen können und sagen dann okay. So, das Vorgehen ist das gleiche wie vorher. Wir können jetzt wieder sagen, Seriendruckfeld einfügen. Dann natürlich wieder in die richtige Reihenfolge bringen. Aufpassen, dass die Zeilenangaben noch stimmen und in der Zeile 18 haben wir wieder unsere Grußzeile.